Herzlich willkommen zu einem trigonometrischen Extremwertproblem. Der niederbayerische Landwirt Franz Xaver Güllenbichler will für seine Wettkampfkuh Elsa eine schöne Viehtränke basteln, die natürlich maximales Volumen haben soll, dass Elsa schön lange saufen kann. Er hat Bretter der Breite B, 3 Stück, und der Länge L, und die will er jetzt so anordnen, dass hier eine Tränke mit maximalem Volumen entsteht. Natürlich müssen dann hier vorne und hinten noch Bretter drauf, die sind hier bisher ausgespart. Hier seht ihr den Querschnitt, also ein Brett Breite B, das andere Brett Breite B und nochmal eins Breite B. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass er hier das symmetrisch anordnet. Die Frage ist, wie ist dieser Winkel Alpha hier und hier zu wählen, damit das Volumen der Tränke maximal wird? Das Volumen der Tränke in Abhängigkeit vom Winkel Alpha ist Grundfläche, also diese Fläche hier, mal Länge von diesem Ding. Ist ja nur ein Prisma. Also hier das perspektivisch gezeichnet, das wird hinten nicht etwa enger, sondern einfach nur aufgrund der Perspektive sieht es so aus. Und weil das L eine Konstante ist, genügt es, die Grundfläche maximal zu machen. Ich frage mich also, für welchen Winkel Alpha hat dieses Trapez hier maximalen Flächeninhalt? Flächeninhalt eines Trapezes, wisst ihr wahrscheinlich die Formel nicht mehr. Ihr müsstet den Mittelwert von diesen beiden Dingern nehmen und dann mal die Höhe. Geht hier aber einfacher. Ich nehme dieses Dreieck und transportiere das hier rüber, spiegel es noch. Das heißt, ich ergänze hier drüben das zu einem Rechteck. Dann bekomme ich hier h, diese Höhe, mal a ist der Flächeninhalt von diesem Rechteck. Und dann muss ich noch hier b mal h dazu zählen. Und dann bekomme ich die Gesamtfläche, ohne dass ich die Trapezformel bräuchte. Gut, jetzt etwas elementare Trigonometrie. A ist die Gegenkathete in diesem rechtwinkligen Dreieck mit Hypotenusenlänge b. Also ist das der Sinus von Alpha mal b. H ist die Ankathetenlänge, also b mal Cosinus Alpha. Plus das b bleibt stehen und für h setze ich wieder ein b mal Cosinus Alpha. Dann bekomme ich b². b² kann ich ausklammern, Cosinus Alpha, Cosinus Alpha kann ich ausklammern und dann bleibt in der Klammer stehen Sinus Alpha plus 1. Wie immer bei Extremwertaufgaben, Definitionsbereich wichtig. Schauen wir uns das an. Wenn Alpha negativ wäre, würde das Brett hier sich so rein neigen. Dann ist anschaulich klar, das gibt nicht das maximale Volumen. Alpha gleich 90 Grad ist schon nicht mehr sinnvoll. Dann ist einfach so ein langes Brett. Also da würde das Wasser schon runterlaufen. Für Alpha größer 90 Grad ebenfalls. Das heißt, wir nehmen 0 bis 90 Grad. Für 0 könnte es ja maximal sein. Das können wir noch nicht direkt ausschließen. 90 können wir aber rausnehmen. Da ist es ja gar kein... Da ist es gar keine Tränke mehr. So, und jetzt, weil wir ableiten wollen, wir wollen das Extremum von diesem Ding finden, das Maximum, müssen wir zum Bogenmaß übergehen. Das heißt, wir setzen Alpha durch x und x läuft von 0 bis Pi halbe. So, jetzt ist die Frage, für welches x wird dieses Ding maximal? Wir müssen also ableiten. Man könnte auch, um sich Arbeit zu sparen, diesen Vorfaktor b² gleich weglassen. Der beeinflusst ja nicht die Lage des Maximums. Da müsste ich aber einen neuen Buchstaben einführen. Das ist mir jetzt zu aufwendig. Okay, ich brauche die Produktregel, weil hier ein Malpunkt steht. Also leite ich erstmal das hier ab. Gibt minus Sinus x mal die Klammer lasse ich stehen. Sinus x plus 1. b² ziehe ich aber ganz raus. Plus Cosinus lasse ich stehen. Mal Ableitung der Klammer, das ist ebenfalls ein Cosinus. Plus 1 fällt weg. So.
Dann bekomme ich minus Sinus Quadrat minus Sinus x plus Cosinus Quadrat. Okay, wir sind faul. Wir lassen die zweite Ableitung jetzt einfach weg. Ich müsste hier mit der Kettenregel das Ding nochmal ableiten, um nachher die hinreichende Bedingung hinzubekommen. Darauf verzichten wir jetzt. Es wird ein Maximum sein, aus meinetwegen anschaulichen Gründen. So, dann wie immer die notwendige Bedingung für ein Maximum. Die erste Ableitung muss verschwinden. Jetzt setze ich hier gleich noch ein. Cosinus Quadrat ist ja 1 minus Sinus Quadrat. Dann kriege ich hier minus 2 Sinus Quadrat minus Sinus x plus 1. Jetzt teile ich durch minus b Quadrat. Durch b Quadrat ist klar, dann ist das weg. Und durch minus, dann habe ich nachher weniger Minuszeichen. Weil aus minus 2 Sinus Quadrat wird dann plus und aus minus Sinus x wird dann ebenfalls plus Sinus x. Aus dem plus 1 wird dann minus 1. So, das ist eine quadratische Gleichung für Sinus x. Ich substituiere also Sinus x gleich u und bekomme 2u Quadrat plus u minus 1 ist gleich 0. Und mit der guten alten Mitternachtsformel bekomme ich die zwei Lösungen 1/2 und minus 1. Satz von Vieta funktioniert hier nicht direkt, weil hier noch eine 2 steht. Ich müsste also alles durch 2 teilen und dann könnte ich mit ein bisschen Geschick auch ohne Mitternachtsformel diese beiden Lösungen erkennen. Hier die Rücksubstitution, dann ist Sinus 1/2 oder Sinus x gleich minus 1. Das weiß man auswendig. Für x1 gleich Pi Sechstel oder 30 Grad wird der Sinus 1/2. Das hier macht man sich am Einheitskreis klar. Diese Lösung wäre 3Pi halbe, das liegt aber nicht mehr in unserem Definitionsbereich. Das heißt, das hier ist ein Kandidat für ein Maximum. So, wie vorher schon gesagt, man müsste jetzt g nochmal ableiten mit Hilfe der Kettenregel. Macht das mal selber, ist eine gute Übung. Pi Sechstel einsetzen und sich überzeugen, dass da was Negatives rauskommt. Da wird rauskommen minus b Quadrat mal Wurzel 3 halbe mal 3. Rechnet es mal nach und dann wisst ihr, ah ja, das ist eine Maximalstelle. Wenn also hier dieser Winkel Pi Sechstel bzw. im Gradmaß 30 Grad beträgt, der hier dann auch, dann wird der Inhalt dieser Grundfläche und damit das Volumen der Tränke maximal. Beachtet, ihr habt hier dann einen Winkel von 120 Grad jeweils. Das ist also ein halbes regelmäßiges Sechseck. Antwortsatz immer formulieren bei Textaufgaben für einen Winkel von 30 Grad. Der muss an eurer Skizze natürlich ersichtlich sein, welcher da gemeint ist. Wird das Volumen der Tränke maximal? Das maximale Volumen bekommt man, indem man diese 30 Grad in unsere ursprüngliche Volumenfunktion einsetzt, also Grundfläche an der Stelle 30 Grad mal Länge der Tränke. Und wenn man dann die Formel von oben nimmt, kommt ungefähr 561 Liter raus. Wer es nachrechnen möchte, die Zahlen in der Aufgabe waren b gleich 60 cm und l gleich 1,2 Meter. Wer es nicht mehr weiß, Liter sind Kubikdezimeter. Also das in Dezimeter umrechnen und dann sich überzeugen, dass das rauskommt. Das war ohne Frage eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Erstmal den richtigen Winkel finden, die Zielfunktion aufstellen ist schon nicht ohne, ableiten und die Ableitung 0 setzen bedeutet viel Aufwand. Man muss eine trigonometrische Gleichung lösen und man müsste hier sogar noch mit der Kettenregel die zweite Ableitung bestimmen. Also das ist absolut oberes Schwierigkeitsniveau.